Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass Ellie den Pendejo irgendwie selbst vergessen hat. Und ihr Hauptaugenmerk im Moment auf Ellie liegt. Ach, auf Abby liegt. Ich finde übrigens die Punkte, die Jess, aber auch Ellie angebracht haben, nachvollziehbar. Also, dass Jess die Vermutung hat, dass die kommen werden und sich dafür rächen wollen. Wem, wofür war das jetzt da? Der denkt sich bestimmt auch, was tut die da? Auf der einen Seite sage ich, hat Jess ja durchaus einen Punkt. Die Chance ist gegeben, dass die sich rächen wollen. Immerhin wollten Abby und die anderen sich ja auch für etwas rächen. Ich glaube aber auch, dass Ellie ebenfalls recht hat. Und die hier ein bisschen aggressiver unterwegs sind als die Leute in Jacksonville. Aber wenn man halt gerade auch im Krieg steckt zwischen zwei Fronten. Oh, einen neuen. Einer ist aber noch so gut erhalten und verbessert. Kann ich noch. Ich kann gar nichts machen. So eine kann ich noch machen. Mach ich mal. Okay. Das war jetzt blöd. Also ja, ich denke, in der gegenwärtigen Situation wird sich keiner rächen kommen. Dafür müssen Ellie und Tommy, aber auch wirklich jeden von denen umbringen. Also alle, die in Jackson waren, quasi. Okay, jetzt war ich hier drinnen. Ich will keinen Tipp, ich will mich hier in Ruhe umgucken. Komme ich da irgendwie hoch oder ins Gebäude rein? Jetzt schaue ich mich erstmal hier um. Oder bringt mir der Benefit weniger als gar nichts? Vermutlich ein Wolf. Oh, wo bin ich hier reingeraten? Das alles für Poster. Weiß ich nicht. Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Ein Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren. Cool, oder? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Ja, Ellie. Du hättest deine wahre Freude gehabt. Warte mal, bevor ich hier weitergehe. Komme ich irgendwie in diese Bank da rein? Nein, offensichtlich nicht. Na gut, dann komm, Jess. Auch wenn ich echt traurig bin, dass ich da nicht reinkomme. Oder? Nee, da ist Gebüsch vor.
Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Ach so, ja. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Ja. Ich glaube, sie es behält. Keine Ahnung. Das geht Ellie im Grunde ja auch nur Simi was an, weil das Dinas höchst eigene Entscheidung ist. Im Endeffekt würde es nicht mal Jess etwas angehen, weil das Dinas höchst eigene persönliche Entscheidung ist. Mehr sage ich dazu nicht. Will ja hier keinen Krieg anfangen. Ein Cinema. Kann ich in das Cinema reingehen? Nein. Kann ich irgendwo hier reingehen? Nein. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. So viel war das gar nicht. Da müssen wir wohl schwimmen. Mischen wir wohl. Ich möchte da hoch. Und da, wo das No Entry ist. Warte mal, von auf da komme ich darüber. Nicht? Ach, komm. Warte, Jess, ich muss hier noch was machen. Einmal. Geht es hier überhaupt weiter? Okay. Wohin jetzt? Folge mir. Ich arbeite dran. Ich will da rein. Einer. Und Klicker. Ach so. Ja, nun, ne? Wäre ich jetzt entdeckt worden, wäre ich wirklich höchst selbst schuld gewesen. Warum sehe ich den nicht? Da ist der Klicker. Aber ich sehe den Rest nicht. Okay, Jess, du bist nicht gerannt. Danke, Jess, danke. Da vorne ist doch einer. Sag ich doch, dass da vorne einer ist. Der hat sich ein bisschen bewegt. Das war jetzt übrigens geraten. Wo ist der Klicker? Sind das wieder diese Stalker, die man nicht sehen kann? Ich befürchte ja. Scheiße. Tja, dann. Gerade noch einer. Vielleicht kommt er wieder zurück. Hoffe ich zumindest. Also einen habe ich ja.
Mir ist schon klar, wenn ich diesen einen dann mit einer Explosionsfall mache, dass es ziemlich laut hier drin wird. Aber dann weiß ich auch mal, wie viele hier drin sind. Wo ist der von hier vorne hin? Kacke. Da ist er. Ich höre nichts. War es das? Weiß ich nicht. Glaub schon. Wo ist denn der Dude, den ich erschossen habe? Hast du einen Pfeil für mich? Nein, hast du nicht. Ich glaube, das war übrigens die Tiefgarage, die ich gemeint hatte. Das könnte sein. Den hat's voll weggefetzt. Den hier auch. Schauen wir uns mal trotzdem hier um. Mir mangelt ja eh immer ein Klebeband. Einen noch, ey. Ja. Oh, ich habe 40 voll. Sehr gut. Und jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, das hier zu machen. Dafür brauche ich 50. Habt ihr gesehen, wie mies Stalker sind? Nichts gesehen. Einfach gar nichts. Kann ich hin? Okay, aber erstmal gucken, ob hier irgendwas für mich ist. Ich hab die auch. Ich glaube, ihr konntet die in der Aufnahme deutlich besser sehen als ich. Ihr wisst ja, bei mir ist es immer sehr viel dunkler als bei euch. Ich bin immer wieder überrascht, wie glasklar ihr alles in der Aufnahme erkennt. Okay, hast du auch was gemacht, Jess, oder? Okay, das war's. Scheiß Stalker! Das sieht aus wie eine Sackgasse. Ja, ich glaube, du hast recht. Ach, nö. Okay, ach ja, doch, 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 doch. Ich weiß, das andere ist verbessert und das kann ich mit dem hier nicht machen, aber an das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in der Basis müssen das wissen. Ich wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unser Grey ausgesehen. Scheiße, mir ist so schwindelig. Kann bitte jemand diesen verlogenen Mistkerl für mich abknallen und sagt Misch, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen, Jensen. Sorry, wenn ich das sage, aber Ellie kann gar nichts machen, weil jeder Ellie sofort umbringen möchte. Das ist jetzt eine Sackgasse? Naja. Für ein bisschen Action. Los, Tim Jackson. Verfickte Arschlöcher.
Ich habe zwar alles alleine gemacht, Jess, aber ist okay. Hier lang. Okay. Nach dir. Das habe ich befürchtet, ja. Na, von mir aus schauen wir mal. Nee, hier ist Wand, also wird's wohl ans Tauchen gehen. Ey, Fisch! Na? Ellie kann vergleichsweise lang die Luft anhalten. Weit bis zum Riesenrad. Wir kommen voran. Kommt mir nicht so vor. Wir kommen schon noch hin. Sackgasse. Meinst du, du kommst da durch? Mal sehen. Ich wäre gekommen, weißt du, wenn du gesagt hättest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich hab zu Joel aufgesehen. Oh. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Das stimmt. Ich wäre gekommen. Ja, Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so, aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiatin bin? Ja, genau das habe ich gemacht. Ich finde es schön, dass die beiden echt gut befreundet sind. Komm, Jess, wir schauen uns mal um. Voll, und ich kann nichts machen. Die letzten Runden liefen erstaunlich gut. Alter, meine Kamera bringt auch... meine Taschenlampe bringt auch echt gar nichts. Diese Taschenlampe sagt sich, who the fuck cares? Was finde ich daneben? Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh. Das mag sein. Oh, da hat Ellie ja ganz schön viel geschrieben. Was ich weiß, es sind ehemalige Fireflies aus dem Krankenhaus. Das ergibt Sinn. Mein Bauchgefühl hat mir das schon die ganze Zeit gesagt. Die WWF hat einige von ihnen aufgenommen, nachdem sie sich aufgelöst hatten. Sie sind nur nach Jackson gekommen, um Joel zu töten, durchgestrichen Joel zu foltern. Ihn zu töten hat ihnen nicht gereicht. Abby versteckt sich im Aquarium. Was ich nicht weiß, warum versteckt sich Abby? Ist das wichtig? Wo sind die anderen? Spielen sie eine Rolle, wenn ich mir Abby schnappe? Nein. Wo ist Tommy? Lebt er noch? Er muss einfach. Sollte ich Dina und Jess hiervon erzählen? Nein, sie dürfen nicht erfahren, was Joel getan hat. Sie würden es nicht verstehen. Verstehe ich es? Was hat er denn getan, Ellie? Kinder fanden die früher niedlich. Ey, das ist ja auch nicht ein Pilz im Sinne von... Ist dein Lieblingsbuch als Kind? Ja, Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Echt hat nichts damit zu tun, wie du gemacht hast, sagt das Fellpferd.
Es ist etwas, das mir mit dir passiert. Wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt, nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt, dann wirst du ja, echt. Wir plaudern später. Tut das weh? Fragt der Hase. Manchmal, sagt das Fellpferd, wenn es war. Denn es war immer ehrlich. Wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay. Ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch, aber du darfst nicht so schreien. Ich will nur, ich brauche, ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. So, sorry, Jazz. Jazz, was hast du? Was denn, Jazz? Jazz. Oh no, jetzt habe ich mich nicht mit dir unterhalten. Es tut mir leid. Jetzt habe ich eine Unterhaltung mit ihm verpasst. Ach, Klebeband. Ich habe immer noch kein ganzes Klebeband. Jazz, rede doch mit mir. Bitte, rede mit mir. Ich habe eine Unterhaltung mit ihm verpasst, weil ich mit Fellpferd und dem Hasen beschäftigt war. Naja. Alter, hier ist so scheiße dunkel. Na, von mir aus. Gehen wir mal hoch. Da lagen einfach so Pfeile rum. Da lag sogar ein Explosivpfeil rum. Das lief nicht so gut. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Die Jungs haben es wirklich aufeinander abgesehen. Das geht schon seit Jahren so. Wie alles wohl angefangen hat? Wenn ich das richtig deute, fand irgendjemand die WLF zu brutal? Und daraus hat sich eine Sekte ergeben. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Ach, Jazz ist eigentlich so ein Spielverderber. Meine Nahrung ist voll, das glaube ich nicht. Ah, hier geht's nicht lang. Hier runter. Wir können außen rum zum Riesenrad gehen. Außen oben? Ich weiß nicht, was du meinst. Da, komm, Junge! Hab ihn! Seht nach, ob's Überlebende gibt. Braver Hund. Bravo soll endlich kommen. Ich will das jetzt durchziehen. Ganz schön stürmisch. Der Rückweg mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach. Ich will als Erster bei dem verdammten Strand sein. Du kriegst deine Chance. Wir alle. Meine Hoffnung ist... Hinterhalt! Ich glaube, das Kampfhund da drüben! Ausschwärmen und suchen. Wir sind nicht allein. Ach, Kacke, der Hund lebt noch.
Jess, mach nichts. Mach ruhig gar nichts. Er macht gar nichts. Wie danke. Da sind noch mehr. Auf was hast du geschossen? Weiß ich nicht. Davon müsste ich erstmal wissen, wo ihr seid. Weil ich mag meine Position hier hinten eigentlich ganz gerne. Ach, das waren 200. Oh, guckt euch. Oh. Hat jemand sie gesehen? Scheiße, hat jemand sie gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich hab dem armen Hund das Bein weggefett. Ich mag's nicht. Sind die bitte alle? So gut können die sich nicht verstecken. Sag was, sieht sie jemand? Hier drüben ist nichts. Also drei sind es mindestens. Kann ich einfach nicht. Ich habe ihr die Mütze vom Kopf geschossen. Mehr nicht. Was? Hinter mir? Aua. Das ist ordentlich, was das zulegt. Sie kann nicht weg! Sie kann nicht weg! Sie kann nicht weg! Aua! Where the fuck? Ich wollte eigentlich wissen, ob die Munition dabei haben, aber ist okay. Kacke! Ich glaube, das war der letzte. Glaube ja. Ich auch. Da wünscht man sich ja fast zurück nach Jackson. Das tut geht mir auch so. Aber mein Bogen ist ja genauso leer. Wir haben bestimmt Dinge. Leute, ich überziehe gerade ganz krass, weil ich meinen Timer ausgemacht habe. Irgendwas passiert ist und danach. Gut.
Ne, da ist nichts. Okay. Nein, absolut gar nichts. Das bringt gar nichts. Na gut. Aber da hinten ist noch ein Raum, den machen wir noch eben. Und dann mache ich hier einen Cut rein. Also wenn hier oben jetzt nichts Spannendes ist, Yogamatten. Stoff? Ach nein, das sollen keine Yogamatten sein, das soll Stoff sein. Okay. Oh, ich habe endlich Klebeband. Sie dürften mir ruhig noch ein bisschen mehr Klebeband geben. Ich glaube, das war Gewehrmunition, oder? Nein, es war Dingsmunition. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Oh, kann ich noch mehr anfertigen? Nein. Ich werde jetzt hier einen Cut rein machen. Nächstes Mal geht es dann also weiter. Wir schauen uns natürlich noch ein bisschen hier um. Wer weiß, wer weiß. Was wir hier sonst noch so bekommen können. Zum Beispiel 3 Schuss fürs Gewehr. Und hinterlasst mir einen Kommi, auch wenn diese Folge nicht so viel passiert ist. Wir wollen zum Riesenrad. Ich mag Jess und Ellies Kommunikationsakt sehr. Sehr friedlich eigentlich miteinander. Hast du Scheiße unterm Schuh, guter Mann? Man weiß es nicht. Also habt einen schönen Tag und haut rein!